Hallo Freunde, heute sind wir in der Nähe von der Mühle, aber nicht bei der Mühle, denn hier habe ich eine Genehmigung bekommen, es ist nämlich ein alter Obstgarten hier und hier wollen wir mal gucken, ob wir hier was finden, könnte sein, kann auch nicht sein, boah, werden wir sehen. Was schön ist, ist, dass die Sonnenfrau dabei ist. Morgen! Und man sieht es ja hier, die Obstbäume. Lang genug gelabert. So, hier haben wir den ersten Fund. Ja, Freunde, egal wo wir sind, die Scheißdinger liegen wirklich überall rum. Ein Kronkorken. So, hier drin muss es sein. Da haben wir schon. Ich glaub's einfach nicht. Eine Übungspatrone der Bundeswehr. Schon wieder eine. Nur ein Stück Blech. Auch hier Trashmüll, Abfall auf dieser Obstwiese. Denk mal, ein Deckel. Ja, ein Deckel von irgendwas. Obwohl, Moment. Schaut. Ein Seilöffel war das wohl mal. Schaut mal. Mit lauter Löchern drin. Hier eine Halterung. Also war es wohl mal so eine Art Sieblöffel. Denke ich mal, sowas in der Art wird es gewesen sein. Aber in dem Fall natürlich nur Trashmüll, Abfall. Ja, kein Silber und kein Gold, nein, das Alu bleibt uns hold. Trashmüll, Aluminiumschrott, Kupferblech, Schrott, Trash, Abfall, Aluminiumdreck, ein Nagel, ein Sägezahn von einem Balkenmäher, ein Stück Kupferblech, da kommt's. Ein schöner alter Bolzen und nochmal so ein Riesending, ein Nagel, kein Angelhaken und kein Kleiderhaken, sondern ein Trashhaken. Und hier, man kann es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil die Sonne rauskommt, ein löffelartiges Gebilde. Keine Ahnung, was das ist. Sieht auf alle Fälle sehr interessant aus. Kein Schimmer. Aber interessant. Der erste interessante Fund hier auf dieser kleinen Obstwiese. Immerhin. So. Hier muss es drin sein. Man hört es deutlich. Pinny brüllt. Ja, dann wollen wir mal schauen. Da nicht. Hier muss es drin sein. Na, da ist es. Diesmal kein Kronkorken, sondern tja, irgendwas Rundes mit Loch. Aber bearbeitet, also eine schöne Umrandung. Wahrscheinlich irgendeine Applikation. Irgendeine Abdeckung, könnten wir sogar vorstellen, von einem Schlüssel
Loch, nein, nicht vom Schlüsselloch, was wollte ich sagen, von einem Türgriff oder so. Und ich grabe nicht nur alleine. Wie ihr seht, schaut mal, hier ist ein Platz mit ewig viel Maulwürfen bzw. Wühlmäuse. Und schaut da, da steckt eine Falle, die der Landwirt hier aufgebaut hat, gegen die Wühlmäuse. Und damit werden sie wohl irgendwie gefangen. Kenne ich mich auch nicht so aus. Aber der Landwirt hat es mir gesagt, ich soll ein wenig aufpassen auf die Fallen hier. Ja, und hier muss es drin sein, im Aushub schon, wie so oft. Dann wollen wir mal gucken. Bis jetzt hatten wir ja noch nicht so viel Glück. Aha. Sollte es wohl hier drin sein. Ja. Da ist nichts. Ja, heute ist schwierig. Da muss es irgendwo sein. Oh, Leute. Heute quengel ich ein bisschen rum. Ah, hier haben wir es. Winzig klein. Was kann denn das sein, bitte? Boah, ich glaube, Leute, es ist eine Münze. Aber ich bin mir da keineswegs sicher. Aber ich glaube schon. Ja, im Schatten sieht man es besser. Ja, Freunde, es ist, glaube ich, eine Münze. Ja, man kann auch was sehen. Schaut mal. Vielleicht sogar Silber, aber ich wage es nicht zu hoffen. 1817 kann ich was lesen. Da ganz klein unterm Dreck 1800 oder 17. 1847. Ja, Freunde, ich glaube, es ist sogar Silber. Schaut. Ein Kreuzer von 1847. Aber wie geil ist das denn? Super. Ha, super Fund. Und wie gesagt, ich glaube sogar Silber. Haha. Junge, das freut mich ja jetzt. Allererste Sahne. Super. So, hier muss es drin sein. Regenwürmer ohne Ende. Wieder mal ein Paradies für Fischer. Ah, hier ist es, schaut. Tja, wieder mal ein ganz kleines Fragment, aber schaut. Auf alle Fälle bearbeitet. Huch. Ja, schwer zu sagen. Naja, das muss ich jetzt mal so lassen, wie es ist. Stecke ich jetzt mal ein. Jetzt ist es auseinandergebrochen. Klar, ich mit meinen Dumbo-Händen. Aber es ist was Schönes, es ist ein schönes Ornament. Ups, ich zeig's euch nachher, nach dem Saubermachen. Ein 80er Signal. Da müssen wir doch gleich mal schauen, um was es sich handelt. So.
Ja, es ist noch drin, da ist es. Seht ihr es? Da. Aber leider nur ein, was ist das, ein Dichtungsring oder sehr flach, sehr dünn, aber in gutem Zustand. Aber was das jetzt genau war, lässt sich natürlich schwer sagen. Nun gut, ein Ringerl. Aber wo? Aha. Hier schlägt er an. Da muss es irgendwo drin sein. Hier. Irgendwo. Hoffen wir mal, dass es kein Nagel ist. Da ist es. Eine Plombe ist es diesmal. Wow, und sogar eine sehr hübsche, glaube ich. Naja, sehr hübsch nicht unbedingt, aber auf alle Fälle beschriftet. Lans oder Sahn, ich kann es nicht lesen. Mit dem Einser. Oh. Naja, eine Bleiplombe. Da ist auch noch ein Wappen drauf. Schauen wir mal nach dem Saubermachen. Prima, freue ich mich drüber. Warum? Weshalb freue ich mich drüber? Weil ich ja so gut wie nie Plomben finde. Außer in meinen Zähnen natürlich. Ein Knopf, glaube ich. Ja, hey, nett. Ein kleiner Knopf. Material kann ich nicht sagen. Öse ist auch ab. Aber immerhin. Ein Knopf. Das grabe ich. Ich bin neugierig. So. Ja, und jetzt ist das Signal wieder weg. Wie so oft. Nein, da ist es. Oh, Freunde, ich sag euch, ich bin so glücklich mit dem Spaten hier. Ah. Der ist absolut genial, der Spaten. Für alle Böden. Da ist es drin, schaut. Aber wirklich nur Müll, glaube ich. Oh, nein. Irgendwas Verziertes. Verchromt oder versilbert. Kann man schlecht sagen. Auf alle Fälle ornamentiert. Na gut, ich mach's sauber und zeig's euch. Prima. Oh, da habe ich schon geschaut. Und ich würde sagen, ein Vogelring. Seht ihr es? Da sitzt er drin. Obwohl, für einen Vogelring zu dünn. Kein Vogelring. Sondern eventuell ein Knopf. Ha, schwierig zu sagen. Oh.
Oh, das ist zu, das ist geschlossen. Ist also kein Knopf. Nein, ist, obwohl, schwierig zu sagen. Vielleicht ist es auch ein Oberteil von einer Serumflasche, also womit die Tierärzte, aber die sind normalerweise nicht rund. Keine Ahnung. Hier ist ein angedeutetes Loch. Kein Schimmer. Keine Checkung, was das ist. Auf alle Fälle von Menschenhand gefertigt. Und ich nehme es natürlich mit. Ja, Freunde, das war's eigentlich schon wieder. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Ich habe euch ja gesagt, es war in der Nähe von der Mühle ein paar interessante Funde gemacht. Besonders eben der Silberling, ist ja klasse, hey. Da bin ich ja nicht verwöhnt mit solchen Funden. Hat mich sehr gefreut. Auch die Bleiplombe, müssen wir jetzt mal gucken, die anderen Funde schön sauber machen und gucken, was das letztendlich ist. Ja, wieder mal ein schöner Sonntaggang gewesen. Wir waren jetzt 3,5 Stunden unterwegs. Das Wetter ist durchwachsen. Es hat auf jeden Fall nicht geregnet. Das ist das Wichtigste. Und die Sonnenfrau war dabei. Und das seht ihr natürlich auch an den Aufnahmen selber. Ja, und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für eure Präsenz, dass ihr mich immer so nett begleitet. Und hoffe, dass es nächste Woche auch wieder ein Video gibt. Und wünsche euch allen für die kommende Woche eine super gute Zeit, positive Tage im Job, in der Schule, im Beruf. Ja, das war's. Macht's gut. Euer Sonntag und ich. Tschüss und bis bald.